Hallo ihr Lieben, hier ist euer Torsti von Modellbau Schwaben. Seid recht herzlich gegrüßt. Ich wollte mal versuchen, ein kleines Video zu machen, ein Fazitvideo über ein abgeschlossenes Projekt von Agora Models, dem Firetruck in 1:24. Ich habe mir mal überlegt, einfach so ein kleines Video zu machen, euch zu erklären und zu zeigen, was kann das Modell, die Funktionen, was es hat. Das machen wir nachher dann auf dem Basteltisch und zeige euch einfach mal alles, ja, wie das ganze Modell so aussieht und wie hat sich's bauen lassen, wo gab es Schwierigkeiten oder ja, so allgemeine Infos einfach. Ich habe einfach gedacht, ich mache das mal, weil Bauvideos werde ich auf gar keinen Fall machen. Dazu gibt es genügend Leute, die das tausendmal besser machen. Und die Flut an Leuten, die das natürlich machen, da brauche ich nicht noch auch dazukommen. Aber so kleine Zwischenvideos, wo gibt es Probleme, wie kann man was besser machen oder. Das würde ich sehr gern machen, weil das kann man anhand manchmal von den Fotos einfach nicht richtig rüberbringen. Klar kann ich es beschreiben, so und so sieht es aus, aber im Endeffekt ist es mit Wort gesprochen und im Bild gezeigt manchmal doch deutlicher. Und genau deswegen mache ich das jetzt mal. Ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Mir würde es Spaß machen, hier und da so ein kleines Fazitvideo zu machen und das euch einfach näher zu bringen. Wie gesagt, heute geht es um den Firetruck von Agora Models. Ein sehr schönes Projekt, ein ganz anderes Projekt von der Bauart her. Für Anfänger würde ich sagen, lasst es. Es ist nicht einfach zu bauen. Es wird wirklich sehr gut erklärt, aber man muss wirklich passgenau, sehr genau bauen. Man muss einige Dinge anpassen, dass es alles funktioniert und dass es auch nachher alles richtig an seinem Platz sitzt. Ich hatte hier und da ein paar Schwierigkeiten. Ich habe euch das ja anhand von meinen Bauvideos oder Baubilder ja gezeigt, was da manchmal für Probleme waren. Aber an sich wirklich ein richtig schönes Modell. Wie gesagt, was ganz anderes. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Modell zu bauen. Die Funktionen, wo es hat, mit dieser riesen Drehleiter, mit diesem Rettungskorb hinten dran, das ist schon richtig klasse. Also ich zeige es euch nachher. Ich gucke, dass ich das irgendwie hinkriege, euch die Dimensionen auch zu zeigen und dass ihr seht, wie das im Ganzen alles aussieht. Ich werde auch noch finale Bilder machen. Es gab ein Diorama mit der Lieferung 11 von einer angedeuteten Feuerwache, wo das Modell nachher drin steht. Da mache ich aber noch finale Bilder und die werde ich dann auf meiner Facebook-Seite Modellbau Schwaben natürlich wieder zeigen und schauen, dass ich das vielleicht im kleinen Video noch auf YouTube auch noch zeige. So, ich denke mal, die Daten von dem Modell werde ich euch am Basteltisch so nebenher immer wieder zeigen und erklären. Das ganze Ding ist 60 cm groß, also wenn man überlegt, Maßstab 1:24 und trotzdem 60 cm in der Länge, das hat was, das hat wirklich was. Aber wie gesagt, ich zeige euch das jetzt alles und ja, dann sehen wir uns gleich und bis dann. Ciao. So, dann wären wir wieder hier an meinem Basteltisch. Hier seht ihr das gute Stück stehen. Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich einfach ein schönes Modell. Es ist sehr, sehr filigran zum Teil.
wenn ich überlege, hier hinten zum Beispiel diese kleinen diese Positionslichter an den Rückleuchten hinten, die sind so filigran, also auf der einen Seite, das ist mir garantiert zwei- oder dreimal abgebrochen. Man weiß gar nicht, wie das ganze Modell anfassen, weil überall so ganz kleine Mini-Details drin sind, was das Modell einfach zu dem Modell macht, was es eigentlich ist. Genau durch diese Details wirkt es einfach wirklich richtig, richtig gut. So, ja, da steht das gute Stück. Ich habe euch gesagt, ich werde euch mal ein paar Maße dazu sagen. Wir haben hier angegeben, ist das Modell mit 58 cm. Das haben wir auch so nicht ganz. Also wenn ich so jetzt mal überlege, ich hebe das mal so hin, dann bin ich so bei knapp 54 cm in der Länge. Ich habe hier eine Breite von der Außenspiegel von 14 cm und ich habe eine Höhe von 15 cm. So mal das Modell, wenn es zusammengeklappt, so zusammengebaut, ohne dass irgendwelche Teile rausgezogen werden, ja, da steht. Ja, an sich, ihr seht, sind hier oben viele LEDs verbaut, die Blinker funktionieren, Hupe, man hat Sirenensound. Ich drehe jetzt mal das ganze Ding mal geschwind ein bisschen um, dann seht ihr das auch von der anderen Seite. Wie gesagt, man weiß gar nicht, wo man das Ganze anfassen soll. Der Korb hinten mit der Spritze, diese Leitungen an der Treppe oder vielmehr an der Leiter, die Wasserleitung zieht mit raus, also wirklich gut gemacht. Wie gesagt, alles filigran. Wir haben sehr viele Schränkchen und Ablagen. Die Türen lassen sich öffnen und das werde ich euch jetzt mal im Einzelnen zeigen. So, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Hier, wir haben hier überall so kleine Türchen. Wir haben hier so einen Stift. Da ist auch ein Magnet hinten dran, dass wir die Türchen auch aufmachen können. Also es ist wirklich sehr detailreich. Man sieht, überall ist irgendwas drin. Also hier ist die Axt. Man hat irgendwelche Kolbenstangen hier drin. Ein Seil. Hier ist so ein Rettungsschlüssel mit dabei. Die Fächer kann man auch rausziehen. Hier ist zum Beispiel auf dem Fach ist so ein Brecheisen mit drauf. Also wirklich vom Detailreichtum wirklich klasse. Da unten zwei Feuerlöscher. Und vor allem, wenn einer richtig drauf steht und darauf Bock hat, der kann natürlich hier noch nachrüsten, weil in 1 zu 24, da bekomme ich natürlich Zubehör ohne Ende. Das ist natürlich dann klasse. Ja. Also wie gesagt, man kann hier alles öffnen, selbst die kleine Türchen hier für das Bedienteil und natürlich auch selbstverständlich diese ganzen Türen. Die kann ich aufmachen, man kann reinschauen in das Cockpit, selbst da drin im Cockpit sind so viele Details. Wie gesagt, ich mache da noch ein paar Bilder. Ein paar habe ich schon gemacht, aber ich mache nochmal so abschließend nochmal ein paar. Da ist ein Laptop, da ist ein Handy drin, da ist also wirklich alles mit verbaut. Da ist wirklich an alles gedacht worden. Und ja, ist einfach nur klasse. Ne? Wie gesagt, man kann die auf und zu machen. Das ist so ein bisschen mit Magnet gemacht. Ja, hier und da ist so ein bisschen, man sieht es hier, so ein Millimeter. Wo es nicht so ganz rangeht, das ist dem geschuldet, weil eben diese Türen, diese Scharniere werden mit Sekundenkleber an die Schränke seitlich geklebt und diese Schränke werden nachher in diese Einheit reingeschoben. Und durch das kann sein, dass es eine kleine Verspannung gibt
Und das sind so die Nacharbeiten, wo ich euch gesagt habe, da muss man echt gucken, dass es alles richtig passt, weil sonst hat man wirklich keine Freude. Jo, ansonsten hier kann man die Stütze der Drehleiter runter machen, dann steht die perfekt. Und ich habe hier vorne an den Stützen ist so ein Knöpfchen. Wenn ich da drauf drücke, dann macht es mir die Stützen vorne runter. Und das gleiche macht es mir es hinten auch. So, und jetzt steht das ganze Ding auf den Stützen und steht dann praktisch auch stabil. Und ja, das sind so Details, was es nachher einfach das ganze Modell ausmacht. Ja. Also wirklich sehr gut, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber nochmal, es ist halt sehr filigran. Man muss wirklich aufpassen, dass man ja nicht aus Versehen irgendwo hinfasst, weil sonst hat man ein paar Teile in der Hand, die man später eben wieder hinkleben muss. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich denke, es ist auch kein Modell zum Spielen. Es ist einfach nur ein Anschauungsmodell. Klar sind die Funktionen da, aber so im Großen und Ganzen zum Spielen ist es nicht. Auch hier Schlauch dabei, die ganze Klappen lassen sich alle auch hier öffnen. Überall sind Feuerlöscher drinne und so weiter. Auch hier die Türen wieder zum Aufmachen. Und das ist wirklich erste Sahne. Ja. Jo, hier in diesem Schrank da drin, also ich mache jetzt die Kamera nicht immer hin und her, ich erkläre euch das einfach so ein bisschen. Hier ist der An- und Ausschalter in dem Schrank eingebaut, das wirklich klasse ist. Den habe ich jetzt auch mal angemacht. Und dann kann ich euch einfach mal geschwind die Funktionen zeigen. Zumal wir haben hier im Cockpit haben wir wirklich einen Blinkhebel, der wurde wirklich eingebaut beim Lenkrad. Und wenn ich den jetzt einmal nach vorne drücke, dann habe ich den Blinker. Ich drehe jetzt mal das Ganze um. Einmal haben wir dann den Blinker links und wir können den Blinker rechts machen und wir können das ganze Ding ausschalten. Wir haben dann dazu die Beleuchtung, die jetzt an ist. Und dazu können wir zu der Beleuchtung können wir auch die Blinker dazu schalten oder eben dann auslassen. Die Beleuchtung ist natürlich, ich drehe es mal rum, für vorne dann genauso funktionsfähig und dementsprechend die Blinker, wenn ich den Blinkerschalter betätige, funktionieren die auch. So, ich drehe es wieder um, sonst komme ich nicht an die Steuerelemente ran. Verzeiht mir, ja, wenn es vielleicht ein bisschen lauter wird. Man hat mit diesem Stift, der ist hier so ein bisschen abgeflacht, kann ich Ihnen die Knöpfe drücken. Dann haben wir einmal die Hupe, ja, wenn sie auch funktioniert. Ja, so hört sich die an. Können wir gleich nochmal. Ja, hört sich also wirklich, der Sound ist gar nicht schlecht. Der ist wirklich gut. Nicht so wie bei unseren anderen Modellen, 1 zu 8er Modelle, wo es manchmal klingt, wie wenn man in eine Gießkanne reinspricht oder sowas. Also das sind ja manche Sachen wirklich grausig. Es tut mir leid, ich mache jetzt mal geschwind an, die Sirenen, dann hört ihr das auch mal. Und vor allem, wenn ich das dann drücke, funktionieren praktisch oben die Signalleuchten und hinten die zwei roten Rundumleuchten, zeige ich euch dann. Ich mache geschwind mal an. So. Hinten die Rundumleuchten. Und vorne auf dem Dach die Signalleuchten. Es hört auch automatisch wieder auf. Oder man schaltet es eben dementsprechend aus. So, ich würde sagen, machen wir aus.
Jo, das sind so die Funktionen. Wie gesagt, wir haben einmal hier Signal mit Sirene und den ganzen Signalleuchten. Wir haben die Hupe und wir haben die Blinker links und rechts. Das ist das, was so an Funktionen da ist. Finde ich auch komplett ausreichend für ein Standmodell, tätig ich sagen, braucht es einfach nicht mehr. Ja. So ist meine Meinung. Ja, jetzt schalte ich das gleich wieder aus. So, also das wäre das eine. Jo, und wie gesagt, die Fenster natürlich hier. Man hat hier eine Kurbel. Ich kann die Fenster noch hoch und runter lassen. Das funktioniert auch. Also sehr, sehr, sehr cool gemacht. Das funktioniert überall, an den hinteren Türen, an den vorderen Türen. Und auch sehr cooles Gimmick, dass es funktioniert. Jo, jetzt würde ich sagen, ich mache jetzt mal hier diese Stützen mal so weit runter. Obwohl, brauchen wir die? Ja, doch, wir machen sie auf einer Seite mal runter. Und mache die Stütze runter und wir machen diese auch hinten runter. Ist einfach wirklich sehr cool, wie das rüberkommt. So, und jetzt kommen wir zu der Drehleiter. Auf der anderen Seite auch. Die Stützen, wenn die oben sind, hier ist so eine Einkerbung, heben die Drehleiter, dass sie nicht hin und her kann. So, jetzt machen wir das runter. Und jetzt kann ich die Drehleiter, die hat hier einen Raster und hier ist eine Taste. Und jetzt kann ich hier hoch und diese Drehleiter, die rastet automatisch ein und ist dementsprechend dann in Position. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ihr das richtig seht. Das ist ein bisschen, ich mache mal die Kamera ein bisschen weiter weg und mache das ein bisschen höher. So, dann seht ihr auch die Drehleiter. Die kann man jetzt hin und her drehen. Ja, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und jetzt ist natürlich die Hauptsache, und das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf kriegen. Ich kann jetzt hier, ich versuche es mal, diese Leiter ausziehen. Und das kann ich praktisch mit allen Stufen machen. Bis oben hin. Das ist wirklich ein Monster. Kann man nicht anders dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch das einfangen soll. Ich mache jetzt einfach, ich nehme jetzt mal hier und zeige euch das mal. So sieht das ganze Ding aus. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie weit es rausgeht. Ich würde euch das mal schön ausmessen, dass man das einfach mal schön sieht, inwiefern das natürlich da rausgeht. Ja? Also wir haben hier von da unten bis nach oben zum Rettungskorb habe ich 90 cm. 90 cm, was die Drehleiter ausgefahren werden kann. Und die Leitern, die greifen alle ineinander. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Also ich bin da wirklich begeistert von. Das ist von dem her, wie es gebaut ist, ist es echt klasse. Aber natürlich, wie gesagt, einmal irgendwie in Position stellen und hinstellen und fertig. Zum Spielen nicht geeignet. Ihr macht da mehr kaputt wie alles andere. Wie gesagt, es ist auch sehr filigran alles, um das alles reinzumachen und wieder in Position zu bringen. Aber ansonsten mega. Einfach nur mega. Ja, die Stützen wieder hoch und somit ist die Drehleiter jetzt auch wieder fixiert. Man kann sie nicht mehr drehen. Und in dem Moment, wenn ich hier hinten auf den Taster drücke, ja, löst sich das Ganze und ich kann das ablassen und wieder in seine Position bringen. Jo, was gibt es sonst noch? Wie gesagt, für Anfänger, boah,
Boah, ja, ich bin, wie soll ich das sagen? Wer so noch nie gebaut hat, in dem Stil oder ja, der sollte es lieber nicht machen. Man braucht viel Geduld und ein bisschen auch Wissen, wie gehe ich mit gewissen Dingen um das Modell zu bauen. Ja, wenn es fertig ist, ist es wirklich klasse. Ja, mega. Ich habe hier hinten noch ein Fach, das habe ich euch, wie soll ich sagen, noch gar nicht richtig gezeigt. Das muss ich bloß schauen. Jetzt hat sich das nach hinten. Da sind sie. Ich habe hier hinten noch ein Riesenfach. Und hier in dem Fach hier hinten sind noch mal Leitungen drinne. Ja, solche Leitern in verschiedenen Größen. Ja, die passen da hinten genau rein. Davon haben wir zwei Fächer. Und ja, vier Leitern sind dabei. Und ja, wirklich klasse. Jo, also so schaut's aus, Leute. Ich finde es wirklich ein richtig schönes Modell, sehr detailliert. Es war wirklich richtig schön zu bauen. Andere Bauart, man musste viel kleben, wenig schrauben. Aber von dem her, für das, wie das Modell jetzt dasteht, mit diesem ganzen Metall, es ist viel Metallteile, und ja, so die Kombination mit allem, wirklich, ja, es ist schön, es ist einfach nur schön, schaut es euch ja selber an. Ich bin jetzt nicht so dieser Feuerwehrtyp, und so weiter und rumgenommen. Aber sind wir doch mal ehrlich, Feuerwehr, das ist doch von Kindheit, ja, seit ich denken kann, Feuerwehrauto auf der Straße fährt vorbei, es hat immer einen fasziniert, immer, immer. Und so ist es auch mit diesem Modell. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Modell und also ich kann es nur empfehlen. Ja, klar, wir brauchen nicht drüber reden. Wieder Preis und Preis-Leistung und ja, alles so teuer und rum und um und hin und her und Hammer, alles schon zuhauf gehört. Und ich kann es auch nicht mehr hören. Wenn einem das Modell gefällt, ja, und sagt, ja, das ist genau das, es gibt es in diesem Maßstab und dieser Art mit Metall und so weiter, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, es gibt es, glaube ich, aber vom Preis her sind wir da annähernd so dran wie da auch. Ja? Und einen kompletten Plastikbomber wollte ich jetzt nicht haben. Ja? Das Ding hat Gewicht und es steht super da. Und ja, also ich würd's sofort nochmal bauen. Auf jeden Fall. Ja? Es ist wirklich sehr, sehr schön und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen was zeigen. Und ja, wer da Interesse hat oder Fragen hat, ihr dürft da jederzeit gerne auf mich zurückkommen. Ihr dürft meine Baubilder bei Modellbau Schwaben auf der Facebook-Seite anschauen. Ich habe dementsprechend im Forum Agora Models habe ich den deutschen Baubericht für diesen Firetruck gemacht. Mit detaillierten Bildern. Ich habe es bei YouTube, habe ich mir so diese, sag ich mal, Dia-Shows mit reingepackt. Also ihr findet genug, um zu schauen und wenn ihr nicht weiterkommt, wie das dann gemacht wird und wie das Ding gebaut wird. Wer da richtig Bock drauf hat auf Feuerwehr, ich finde es klasse, ich finde es wirklich mega. Wie gesagt, es gibt ein paar Problemchen für Anfänger, würde ich sagen. Wo noch nie was mit Modellbau gemacht haben, Finger weg. Aber ansonsten, ja, haut rein. Ich finde es klasse. Detaillierte Bilder kommen noch und wir sehen uns gleich noch zum Schlusswort. Bis dann. Ja, Leute, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, was ich jetzt so gerade gemacht habe und euch gezeigt habe mit diesem Modell auf dem Tisch. Klar, habe ich jetzt keine Nahaufnahmen, keine Aufnahmen gemacht, wo ich herangezoomt habe und so weiter. Das soll nicht Sinn der Sache sein. Es soll
kein Bauvideo oder etc. werden, sondern ich wollte euch jetzt nur einfach mal zeigen und erklären, okay, so sieht das Modell aus, so steht es auf dem Tisch, was kann das Modell und wie sieht es so im Großen und Ganzen einfach aus. Ich finde das Modell richtig klasse. Ich habe es schon erwähnt vorhin im Fazit, für einen Anfänger wenig geeignet. Es sind Bauschritte, die wirklich nicht einfach sind, wo man anpassen muss und so weiter, dass das Modell so dasteht, wie es jetzt bei mir dasteht. Also es ist kein einfacher Bau. Aber im Großen und Ganzen wirklich klasse. Es sieht super aus. Es hat mega Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Ich kann es euch nur empfehlen. Wer da Bock drauf hat auf eine coole Feuerwehr, mit dieser riesen Drehleiter, mit 90 cm Auszug, Wahnsinn. Also wirklich klasse. Ja, mir hat es gefallen und ja, ich denke, lasst mir einfach mal einen Kommentar da, wie euch das so gefallen hat, was ich jetzt hier so gemacht habe. Wollt ihr hier und da mal öfter sowas sehen? So ein Zwischenstand von den verschiedenen Modellen, die ich ja baue. Interessiert euch das, dann würde ich das gern machen. Ich finde sowas eigentlich nicht schlecht. Zeige euch dann auch ein paar Probleme auf. Wo muss man was beachten und so weiter und so fort. Ja. Aber wie gesagt, lasst mich wissen, egal in welcher Form. Schreibt mich auf Facebook an, über YouTube an, über E-Mail an. Egal wie, es wird mich einfach interessieren, wie ihr das alles so findet. Und ja, bis dahin, gutes Gelingen, schöne Bastelei und wir sehen uns wieder. Euer Torschi von Modellbau Schwaben. Bis dann. Ciao.